Hallo? So, geh gleich los. Ne, 9 Minuten habe ich ja noch. Ich habe ja gesagt, um 21 Uhr fange ich an. Aber moin erstmal, Leute. Oder, ja, moin, du eine. Wer auch immer mich jetzt schon stalkt. Ne, ja, ich bin gleich da. Ne? Also, ich werde gleich noch in Ruhe eine rauchen und alles einstellen. Und dann geht's gleich los. Ach, der Wolf, moin. Ja, wie gesagt, bin gleich da. Also, ich sag mal 5 Minuten. Dann fangen wir schon an. So, jetzt mal nebenbei die ganzen Einstellungen machen. So, ja, okay, Kamera muss... Oh. Ich Idiot. Ich verstelle jedes Mal meine Kamera. Und ich merke mir nicht, wo ich den Greenscreen genau ausrichte. Dementsprechend muss ich das gleich nochmal machen. Ich kann ja schon mal wechseln. Warte mal. So, okay, wie wir sehen, sehen wir nichts. Das ändert sich aber gleich. Warte mal, warte mal, warte mal. Wieso sehe ich mich in... Wieso sehe ich meine Kamera nicht? Moment. Irgendwas kann da doch nicht stimmen. Ach, ja. Die Kameraeinstellungen haben sich schon wieder irgendwie verstellt. Warte mal. Ja, oh, ein kleines bisschen sieht man schon. Okay, nee, ist zu viel Belichtung. So viel will ich gar nicht reinmachen. Ey, das ist so nervig. Ich brauche unbedingt eine neue Kamera. Nee, okay, das ist zu viel Verstärkung. Nee, das hatte ich auf 5. Und ich muss mein Greenscreen hier wieder ein bisschen zur Seite machen. Warte mal, ich mache erstmal eins zur Zeit zu Ende hier. So, das mache ich so. Ja, ich glaube, so ist okay. Ja, okay, leckt auch nicht. Sehr geil, dann haben wir das schon mal. So, den dämlichen Greenscreen hier nochmal ausrichten. So. So, endlich. Boah. Das ist anstrengend. Das ist anstrengend, das immer wieder zu machen. Ne, ich brauche endlich mal einen festen Ort, wo der Greenscreen auch stehen bleiben kann. Aber ist schon in Arbeit. Ne, dementsprechend, ja, moin erstmal nochmal. Ich hoffe, ihr hattet auch eine angenehme Woche, beziehungsweise einen angenehmen Tag. Ja, und ich kann hier schon mal laden nebenbei. Dauert ja sowieso ein paar Minuten. Gedankenübertragung. Ja, das per 5G. Ja.
Und wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag? Bist du noch auf Arbeit? Oh, okay. Okay, dann scheint die Arbeit aber wirklich ruhig zu laufen. Na, also ist ja auch mal nicht schlecht. Oh, ich muss heute auch länger machen. Also ich wollte heute eigentlich um 5 Feierabend machen. Also bei mir ist es so, ich bin heute mit so einem E-Scooter, mit so einem Voi zur Arbeit gefahren. Ich hatte gestern so ein Tagesticket geholt und das lief um 16:58 Uhr aus. Ich hatte aber noch über eine halbe Stunde drauf und ich wollte unbedingt vor 16:58 Uhr mir den nächsten Voi schnappen. Ja, damit ich kein neues Ticket kaufen muss. Ja, aber ausgerechnet heute musste ich eine Stunde länger machen. Dementsprechend, naja. Mittelfinger-Mittwoch, ne? So, ja. Nee, aber ansonsten lief der Tag ganz gut. Ja, bin froh, wie gesagt, noch morgen und dann haben wir alle ein langes Wochenende. Auf dem Flugplatz ist immer ab 400 entspannt. Okay, ui. Ab 20 Uhr. Ja, das glaube ich. Ja. Nee, das klingt wirklich, wirklich ruhig. Aber es darf ja auch nicht zu ruhig sein, ne? Also ich denke mal, du musst ja bestimmt alle x Minuten oder alle x Stunden irgendwie deine Runde drehen, bestimmt, ne? So, machen wir nebenbei hier einmal. Kurz, ist der Chat drin? Ja, der Chat ist drin. Alle 2 Stunden. Ja, das geht, ne? Dann drehst du eine Runde, dann kannst du einen Wecker stellen auf 1,5 Stunden und dann. Ach, und ich sehe gerade, warte mal. Ah, der scheiß Greenscreen, warte mal. Nee, ich mach das hier an der Kamera. Warte. So. Echt, ich brauche eine neue Kamera. Die Kamera nervt mich. Na, holt euch niemals eine Kamera für unter 100 € glaube ich. Also, okay, die Kamera, die war nicht teuer. Die hat einen Fuffi gekostet, glaube ich. Ne, hatte eigentlich gute Bewertung, aber nein. Nein. Also, sobald irgendwie zu wenig Licht ist, fängt die sowas von extrem an zu körnen, also so eine Körnung. Das seht ihr auch, wenn ich, warte mal, ich kann es mal zeigen. Wenn man zum Beispiel, wenn ich hier einen Filter einstelle. Na, warte mal. Ja, guck mal, dieses Kriseln hier. Ja, das ist super nervig, das muss man so extrem fein einstellen. So, egal. Das schließen wir einmal. Okay, meine Zigarette ist verglimmt, egal. So. Und dann überlegen wir mal, was wir gemacht haben. Okay, wir haben erstmal, ja. Ach, Kelvin. Wir waren, glaube ich, auf dem Weg irgendwo hin. So, es wird eingesteckt. Wir gucken mal auf die Map. Waren wir auf dem Weg zum M? Naja, egal. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier machen. Als erstes trinken wir erstmal was. Ach, okay, waren wir auf dem Weg zum M. Okay. Ja, dann gehen wir da gleich mal hin. Ja, verdorbenes Fleisch. Ich frage mich, warum ich das überhaupt sammle. Das benutze ich ja sowieso nicht. So. Ja, und noch mein Energy. Genau, und dann können wir dann jetzt einmal zum M gehen, aber vorher, das spawnt ja hier, glaube ich, nochmal neu. Oh ja. Und die Drohnen können wir leider immer noch nicht nehmen. Schade. Warte mal. Pfeile. Ne, die waren im anderen Zelt. Achso, haben wir auch genug? Ja, okay. Ja, haben genug Crunchy-Bunch. Wir haben genug Crunchy-Bunchies. Okay. Dir ist kalt und du bist nass. Und dann gucken wir nochmal nach Klamotten. Ob wir irgendwie. Wir haben ja schon einen Kapuzenpulli.
Der bringt ein bisschen mehr Wärme. Ja, und genau, was ich jetzt einmal machen wollte, ich wollte einmal gucken, ob wir uns Explosivpfeile machen können. Was brauchen wir für Explosivpfeile? Okay, ich kann hier. Kann ich hier irgendwie? Nein, kann ich nicht. Dann packen wir einfach mal ein paar Pfeile. Nein, 3D-Pfeile, nein. Ja, doch, ne. So. Okay, Explosivpfeile geht nicht. Aber wir können mit Wodka und Tüchern Feuerpfeile machen. Sind ja hoffentlich auch ganz gut. So. Dann haben wir das schon mal, weil dann können wir hier. Achso, ich dachte. Ach nee, Quatsch, das sind ja normale Pfeile. Egal. Vergesst es. Aber da ist noch einmal Medizin, die wir auch nicht brauchen. Alter, uns geht's ja wirklich gut. Hätte ich nicht gedacht. So. Ja, Calvin. Mach keinen Ärger hier, ne? Wir wollen dann jetzt erstmal. Ja, zum M. Und dann mal gucken, also wir brauchen noch ein seltsames Teil. Also ich bin gespannt, ob wir das heute finden. Ich sag mal ja, also die Möglichkeit ist da. Aber weil wir heute nur so, ja, circa anderthalb Stunden spielen wollen, weil morgen ja noch ein Arbeitstag ist, glaube ich eher, dass wir das jetzt am Wochenende finden. Ja, dann machen wir. Wann mache ich den nächsten Forest Stream? Am Samstag. Genau, am Samstag machen wir das. Und dann denke ich mal, dass wir Samstag auch definitiv schaffen, das Spiel durchzuspielen. Ne, Sonntag haben ja sowieso die meisten frei. Ich zähle mich zum Glück dazu. Und dementsprechend ja, kann man auch ein bisschen länger wach bleiben. Und ja, dann definitiv das Ding durchziehen. So, wartet mal. Nee, da waren wir schon. Hier waren wir. Okay. Das passiert, wenn man gleichzeitig runtergehen will und irgendwie getroffen wird. Dann geht man einen Meter neben der Leiter die Leiter runter. So, aber auch wenn wir schon mal waren, sammeln wir das ganze Loot nochmal ein. So, Klebeband kann man immer gebrauchen. Ja, hier, ich glaube, ja, das haben wir noch gar nicht abgeladen, nirgendwo. Druckerharz kann man immer gebrauchen. Und Draht auch. Wir nehmen das einfach mal mit. Auch wenn ich weiß, dass das Fleisch sowieso vergammeln wird. Ort bereits entdeckt, ja. Da füllen wir es auch nicht rein. Oh, aber Munition. Und hier haben wir, glaube ich. Ja, okay, Medikamente brauchen wir nicht. Haben wir ja genug. Nee, gut. Dann können wir hier auch wieder raus. Und dann. Ich bin gerade im Überlegen, wo es am meisten Sinn macht, hinzugehen. Dann hast du Feierabend, wenn ich aufhöre. Ah, musst du Samstag wieder los? Das ist echt ärgerlich. So, aber wie lange musst du denn Samstag? Weil ich will ja länger spielen. Also, ja. Ach nee, dann hast du bestimmt Nachtschicht bis 6 Uhr, ne? Okay, das Ding nehmen wir mit. So, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal. Waren wir schon in der Höhle drin? Ich weiß nicht, wir fahren einfach mal eine Runde. Oh. Naja.
7 bis 19 Uhr und Sonntag auch. Ja. Aber guck mal, wenn du Feierabend hast, ja, dann. Ne, dann fang doch erst an. So, wo war jetzt das? Ach, da. Dann fange ich ja erst an und höre nicht auf. Ich hasse den Neid, wie ich gehe ohne weiter. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Loot. Hier waren wir noch gar nicht. Gerade verkehrt gedacht. Ja, das schreibe ich der Uhrzeit zu, ne? Also, ich sag mal, mein Hirn hat auch schon vor einer Stunde oder so schlapp gemacht. Eine Lederjacke. Okay. Okay, Batterien sind sehr gut. Die gehen uns echt aus. Aber ich muss wirklich sagen, so loot-technisch geht es uns richtig gut, ne? Ja, das ist wirklich der Vorteil, wenn man auf normal spielt. Ich glaube, die wollen Stress machen. Ja. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, jetzt greifen die an. Oh. Ach, schieß daneben. So. Ja, Sido, das kommt davon, wenn du mich angreifst, ne? Ja, jetzt haben wir hier eigentlich das meiste. Oh, ein kleines Gefährt. Ja, das nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Ja, und dann mal gucken, wo wir hinwollen. Also in der. Ne, aus der Höhle kamen wir ja schon raus. Ja, wir gehen einmal rechts in die Eishöhle und dann gehen wir einmal. Ich glaube, hinter die Insel. Nee, Quatsch, ich glaube, wir können sogar schon zum Luxusbunker. Nee, wir machen das so, wir gehen zuerst zum Bunker, der hinter dem See ist. Ne? Also ich glaube, ihr wisst, welchen ich meine. Da werden wir einmal hin. Und dann werden wir danach zum Luxusbunker. Und ja, also ich sag noch nicht durchspielen, weil ich die Mondhöhle, die ist auch noch da. Na, also das, ja, das glaube ich nicht, dass wir es heute schon schaffen. Aber schon mal Vorarbeit leisten, ne? So, den Rest gehe ich zu Fuß weiter. Na. Und einmal Navi rausholen, damit ich mich wieder verlaufe. So. Ja, morgen kommt übrigens ein neues PC-Teil von mir an. Ich habe mir ja endlich mal bin ich dazu gekommen, um mir ein neues Netzteil zu bestellen. Na, endlich. Na, ich habe ja, also ich sag mal, ich habe schon passende gefunden, aber ich wollte ehrlich gesagt nicht so viel dafür ausgeben. Na, also, weil mein Rechner, der ist ja zum größten Teil weiß. Und ich wollte eigentlich auch so ein weißes Netzteil haben und alles. Und okay, vollmodular sollte es ja sein, ne, damit ich halt nicht so einen dämlichen Kabelstrang da habe. Aber ich habe mich jetzt auch für ein schwarzes Netzteil entschieden, weil alleine 60 Euro mehr zahlen, nur weil das Ding dann weiß ist, darauf hätte ich auch keinen Bock. Ne, da werde ich das dann so machen,
Ich weiß nicht, also so ein vom letzten Teil sieht man bei mir sowieso auch unten nur so ein, ich sag mal so eine Zigarettenschachtel große Öffnung. Und ich glaube, ich werde das so machen, dass ich da, weiß nicht, einen weißen Sticker drauf mache oder keine Ahnung. Ich kann da, wenn das fertig ist, kann ich mal ein Foto machen und da könnt ihr mal sagen, ob es gut geworden ist oder nicht. So, und ich merke gerade, mir ist kalt. Dann muss ich die Fackel anmachen. Ja, das ist deutlich besser. Was haben wir denn da? Ach so, das führt bestimmt zur Höhle hin. Ja, eigentlich wollte ich gestern schon streamen, aber ja, gestern, ich hatte solche Kopfschmerzen. Okay, graben kann man aber hier bestimmt nicht. Sonst würde ja ein Symbol da stehen. Okay. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Also ich vielmehr nicht. Ihr habt das ja bestimmt schon durch, ne? Du hast doch bestimmt schon durch, oder Wolf? Achso, ja, hier waren wir ja schon. Stimmt. Stimmt. Ja, okay. Naja, aber wir wollen ja sowieso da hinten hin. Und was ist denn da für ein... Ach, das, was da blinkt vom Bunker. Da, wo wir auch hin wollen. Warte mal, machen wir so. Wir nutzen einfach mal den. Ach so, okay. Ich dachte, du spielst auch so. Ja, hoch mit dir. Ah, okay, ich glaube, wir schaffen es nicht. Ja, vielleicht dahin? Ja, nee, aber bauen ist ja auch geil. Also ich freue mich auch schon, wenn ich das hier durch habe, dass ich dann auch, ja, endlich richtig anfangen kann zu bauen. Na, okay, das bringt ja auch nichts. So, machen wir. Ich glaube, wir schaffen es auch von hier. Nein! Hallo? Hallo? Also, ich muss eigentlich sagen, ich hatte vor ein paar Tagen eigentlich richtig gut geübt. Alter. Ja, das. Oh. Das ist zu steil. Ich bin so geil durch die Gegend geflogen. Ja, ich will. Ich will das Scheißding nur einpacken. So. Dann gehe ich eben hier hoch. So. Oh, das Spiegeln bei meiner Brille, das nervt so dermaßen, ey. Das sieht echt scheiße aus. So, nochmal aufs Navi gucken. Ja. Ja, ich glaube, aber von hier sollte es klappen. Dämliches Ding. Ja, nee, ist manchmal wirklich sehr komisch, aber ey, Alter. Also ich finde das Ding auch mega cool und auch wenn man es mir jetzt nicht glaubt, das hat alles auf Anhieb geklappt, aber ich glaube, ich hatte da bessere Grundbedingungen. Das war wirklich meistens von einer kleinen Klippe.
So. Von hier aber. Alter. Ja, geht doch. So. Mal ein bisschen Tempo aufnehmen und dann, ja, fliegen wir gleich direkt bis zum Bunker hin, würde ich sagen. Ja, endlich. Ich kann nicht nur auf die Schnauze fliegen, ich kann auch mal richtig gut fliegen. Das klappt auch mal. So, aber während ich gleite, zünde ich mir noch eine Zigarette an, weil ich habe gerade eben wirklich so gut wie gar nicht geraucht. Ich habe zweimal dran gezogen. Das ist mir heute so oft passiert, ey. Das mit E-Zigarette, ne? Also... Naja. So, okay, noch ein Fragezeichen. Ne, wir gehen erstmal zum Bunker. Also erstmal zum Bett-Ausrufezeichen. So. Na, wo ist der Helikopter? Ach, da. Ja, okay, der ist zu schnell, ne? Ja, der ist zu schnell, sonst hätte ich gesagt, ey, komm, lass uns mal hinterher fliegen. Sink ich auch? Langsam. Ja. Nee, dann, hat er eine Hitbox? Können wir in ihn reinfliegen? Ich muss es versuchen. Nein! Hau doch nicht ab! Alle, mit denen ich spielen will, die hauen immer alle ab. Das ist immer doof. Nein, Quatsch. Aber ich möchte jetzt endlich mal runter hier. So. Einpacken. Einpacken. Und hin zum Bunker. Der chillt ein bisschen. Können wir noch fliegen? Das wäre zu geil gewesen, ne? Das wäre viel zu geil gewesen, wenn wir damit fliegen können. Okay, aber wir haben ein bisschen Munition. Das haben die mega cool gemacht, ne? Sehr geil. Ja, aber schade. Also echt so ein kleiner Heli oder so, das wäre schon echt geil. So, aber gehen wir mal rein da. Und mal gucken, was die da drin so verändert haben. Okay, auf jeden Fall sehe ich schon mehr Wurzeln. Ah, ich will... Taschenlampe. Ach naja, warte mal, wir haben hier. Schrotflintenlampe haben wir hier. Okay, wir haben zwar keine Munition, aber zur Abschreckung dient die ja auch, ne? Hallo? Okay, Batterie ist... Okay, brauchen wir nicht. Okay, wir werden erstmal nach oben gehen. Ach so, ja. Da haben wir oben ja schon alles gesehen. Gehen wir wieder runter, ne? Okay, Steine brauchen wir nicht. Aber ich werde jetzt mal, nee, zur Knarre. Und die werde ich einmal nachladen, sicherheitshalber. Bevor wir die Tür öffnen. Und noch einmal eine Zigarette ziehen. Und dann mal gucken.
Kann ich den Taschenlampen. Habe ich den Taschenlampenaufsatz dafür? Den Schalldämpfer. Ja, Laservisier, Laservisier. Ich kombiniere das einfach mal. Aber ein Taschenlampenaufsatz wäre natürlich geiler. Kann ich den vielleicht von der Schrotflinte abmontieren? Na, nee, brauche ich gar nicht. Brauche ich nicht. So, so reicht mir das vollkommen. Aber wir brauchen... Moin, Kirushiro. Da hören wir schon was. Ich wollte gerade sagen, da will ich noch nicht hin. Da müssen wir schon hin. Uff. So, Leute. Okay, also Timmy war auch bei denen schon bekannt. Und die haben unsere Mutter getötet. Mama. nee, warte mal, wir gucken mal. Ist hier noch irgendetwas, was wir looten können? Nein. Nichts, okay. Ja, würde ich sagen, schnappen wir uns die Machete. Und dann... Gucken wir mal, wen wir hier abmetzeln können. Nein, wir schnappen uns unsere Knarre und gucken mal, wen wir abknallen können hier. Stimmt den einen oder anderen? Hier noch nicht. Munition, sehr, sehr geil. Endlich. Darauf habe ich gewartet, Leute. Den Taschenlampenaufsatz. Boom, mega nice. Ja. Feuerzeug brauchen wir nicht mehr. Ein roher Arm, okay. Ja, und sonst wollen wir den Energieriegel, den essen wir mal, sicherheitshalber. Nur zur Sicherheit. So, ja. So. Na okay, da kommt aber noch nicht her, glaube ich. Holo Springs. Okay, Solafit S haben wir genug. Deswegen freue ich mich ja auch schon darauf, wenn wir durch sind, damit wir endlich anfangen können zu bauen, also und auch unsere Waffen verstärken können. Was haben wir denn hier? Hank, this is the book I told you about, mostly accurate. I got some for all the residents. Okay. Ja. Puffen. On creating an empire. Okay. Warum nicht? Ja, also er hat da geschrieben, er hat für jede... Residenz, ne, hat er einen geholt. So, na, ich will den kaputt machen. So. Sehr gut. Schnappen uns die Pistole. Dann gehen wir weiter. Ich höre hier doch schon welche. Okay. Ah! Ihr Kackviecher. Kommt her. Ja, Alter. Ich
hasse euch so sehr. Good news. We have managed to find both the clubs and the golf balls. We want to thank you for all the help and Achso, ja, okay. Nichts Story-Relevantes. So. Ja, Golfschläger haben wir schon, brauchen wir auch nicht. Crunchy Bunchies haben wir auch genug. Aber. Ah, okay, jetzt sind die in die Wand. Gebackt. Sonst hätte ich gesagt, können wir die essen. Nee, hier wollen wir das auch nicht. Wir gehen zum anderen 3D-Drucker, wo wir schon was drin haben, weil wir haben gar nicht so viel Druckerharz dabei, glaube ich, oder? Wo haben wir Druckerharz? Warte mal, da. Wie viel haben wir? 800 Milliliter, okay, warte mal. Es sei denn, wir finden hier noch 200 Milliliter, dann könnten wir vielleicht... Ich habe ihn doch schon getötet. Dann können wir vielleicht hier schon den Schlitten drucken. Aber da ist dann nichts drin, ne? Nee, machen wir dann wieder beim anderen. Entschaudet? Nee, spiele ich nicht. Also wenn die Frage an mich gerichtet ist, spiele ich nicht, aber... meine Frau meinte, ich soll das mal spielen, weil das ist bestimmt voll meins, meinte sie. Ihre Worte. Und ich glaube, wenn ich mit Sons of the Forest durch bin, würde ich das auch mal anspielen. Ist ja auch Early Access, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Oh! Ich muss erstmal flüchten. Stirb einfach. Oh, Alter. Na, stirb. Alter. Ja, so. Ja, genau. Das Bausystem. Also ich habe schon ein bisschen davon gesehen, aber wirklich nur ein bisschen. Also ich habe, weiß nicht, Gronkh, glaube ich. Lass es 20 Minuten sein. Habe ich das nur zugeguckt. Sonst komme ich leider nicht so häufig dazu, irgendwie auch irgendwelche geilen Gameplays zu gucken. Aber ich glaube... Ich glaube, das könnte wirklich was für mich sein. Dementsprechend, also... Ich würde sagen, das könnte man ins Repertoire aufnehmen. An Spielen. So, wo ist der dritte Wichser? Wo ist der denn? Wo ist der denn hingegangen? Ist der irgendwo reingelaufen? Ja. Ah. Alter, willst du mich verarschen? Also so viele Kombos hintereinander, damit habe ich nicht gerechnet. Okay, naja. Man soll ja aus Fehlern lernen, ne? Dementsprechend. Wir müssen aufpassen. Aber wir haben ja auch noch, ach ja. Da. Wir haben ja auch noch Energie ohne Ende. Also wir haben ja Medikamente ohne Ende. Dementsprechend alles gut. Keine Panik. Mach dann noch eine Dose Katzenfutter auf zur Feier des Tages. Und ich glaube, sicherheitshalber speichern wir gleich mal, ne? So, noch eine Dose Energy. Nein, ich wollte doch keine Batterie. Nee, also momentan nicht. Also ich war vor, okay, ich war vor 3 Stunden das letzte Mal draußen. Da ist es noch nicht so gestürmt. So, speichern. So. Na okay, jetzt nehmen wir aber die Knarre.
So, ist der Wichser wieder hier? Nein. Naja, egal. Damit habe ich eigentlich gerechnet. Mach mal kurz einen Prozess. Wir haben eine Handgranate. Oh. Ja. Oh, fickt euch doch, Mann. Ah, oh, okay. Ja, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Aber wie gesagt, deswegen habe ich gespeichert, ne? Ja. Das war eindeutig meine Schuld. Nicht aufgepasst. Och, scheiße. Ja, nee, wird nochmal geladen. Boah. Ja, nee, aber entschaudet. Ja, nee, also da habe ich echt schon Bock drauf, glaube ich. Ne, ich weiß, also ich habe heute erst meine Frau gefragt, so wie es eigentlich so storytechnisch ist, weil sie verfolgt das richtig gut. Nein, sie verfolgt das richtig gerne und guckt, da eigentlich jeden Stream von Gronkh. Ne, und also sie meinte auch, ne, so storytechnisch, ja, findet man hier und da mal sowas. Ne, ist ja so wie bei Early Access hier bei Sons of the Forest. Ne, so vergleichbar. Ne, aber ich hätte, glaube ich, schon ganz gut Bock darauf. Ne, also wenn ihr wollt. Ich denke ja mal, dass wir Sons of the Forest ja jetzt am Samstag durchspielen. Na, und dann könnten wir ja nächste Woche vielleicht anfangen, Enshrouded zu spielen. Ja, also. Ja, ich sag mal, Kontingent hätte man dann ja frei. Ja, Sons of the Forest würde ja trotzdem nebenbei noch weiterbauen alles und ja, okay, ich habe schon seit Wochen auch versprochen, zum Wolf wieder auf den Server zu gehen. Ich brauche mehr Zeit, Leute. Also meine Woche könnte gerne 14 Tage haben. Ja, oder was natürlich cool wäre, weniger Arbeit und dafür mehr Daddeln. Aber dann müsste ich ja in einer kürzeren Arbeitszeit müsste ich mehr verdienen. Oder vielmehr müsste ich weniger arbeiten, aber dann noch gleich viel verdienen. Aber das ist leider nicht möglich. Noch nicht. Na, wer weiß, vielleicht kommt ja der große Twitch- oder YouTube-Boom irgendwann. Was ich aber selbst nicht glaube. Weil ich glaube, wenn das kommen würde, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil ich bin ja einer von, wie viele Channels gibt es, die da irgendwie was machen? 100.000? 200.000? Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr unrealistisch und ja, ich nehme das sowieso nicht so ernst. Ne? Also, aber ich glaube, ich wäre da auch überfordert mit, wenn das so kommen würde. Ne? Deswegen bin ich froh, dass es so klein ist. Ne, dann streame ich. Okay, 4 Zuschauer momentan. Er ist klein und gemütlich. So. Mal gucken. Okay, 9:30. Ja. Stunde machen wir noch. Eine Stunde passt noch. Jetzt kannst du mal ein bisschen schneller laden, weil ich will weiter zocken. Ja, nee, also wie gesagt, starte ich dann gerne nächste Woche. Ja, und Sons of the Forest, das muss gezockt werden. Na, das ist also ohne Scheiß. Also ich finde, es ist geil und also der Early Access war geil und ich finde auch, die haben auch bis jetzt wirklich extrem geile Sachen daraus gemacht. Na, also klar, die haben nicht so extrem viel hinzugefügt.
Der war gut, ne? Also die haben, wie gesagt, nicht extrem viele Sachen hinzugefügt, aber auch die kleinen Details. Also ich finde, ist geil, wenn Spieleentwickler... Oh, die habe ich richtig zermatscht. Wenn die so auf Details achten. Oh, der ist noch gar nicht tot. Der kommt doch safe gleich hier hoch. Ja, da haben wir ihn zum Ejakulieren gebracht. Ach du dämliches Arschloch. Ah, wir haben... Ja, okay, wir könnten nachladen, ne? Nein, ah, nein. Oh, bin ich dumm. Ich wollte das doch gar nicht auseinanderbauen. Dann bauen wir es eben wieder zusammen. Er wartet ja so lange. Entfernen wir mal. Machen wir uns das nochmal rein. Ziehen wir es nochmal das eine Stück an. Machen wir einmal so. Nein. Ja, lad nach, lad nach. So. Hoppala. Ja, beim Bauen hat sich wirklich viel verändert. Ach du dämliches Arschloch. Mir reicht's jetzt. Was fehlt noch? Ah, nochmal Draht. Okay. Ja, nee, das Bauen, das möchte ich auch nochmal gerne ausreizen. Also ich, ich werde jetzt einmal durchspielen und dann definitiv. Los, mach Bumm. Okay, die Stücke zeigen, dass es effektiv war. So. Sehr gut. Machen wir so. Weil wir haben auch keine Munition mehr, glaube ich. Ne, wir haben keine Munition mehr. Okay. Ja, nehmen wir erstmal die Taschenlampe. Ganz unten war nichts mehr, Fragezeichen. Nee, hier einfach nur. Genau, da war nichts mehr, okay. Steintreppen gehen immer noch nicht? Okay, da bin ich aber enttäuscht. Ich dachte, das hätten sie in der Zeit schon hinzugefügt. Schade. So, okay, einen Topf haben wir. Fisch haben wir jetzt auch. Geld nehme ich gerne, aber die Munition interessiert mich viel, viel mehr. Ja, Geld. So, den nehme ich auch mal mit. Den Platine. Doris, as we worried about the soft opening, he's having vision of something very bad happening. He thinks he might have gotten the location of the bunkers wrong. Okay. Ich denke auch, dass das Soft Opening nicht so gut verlaufen wird. Beziehungsweise nicht so gut verlaufen ist. Doris, Ed's having dreams about the Gold City again. I don't know what to do. Barb. Ja, okay, das nehmen wir auch nochmal mit.
Ah, ich glaube, gleich kriegen wir das Katana. Ich glaube, das ist ein Raum weiter, wenn ich mich nicht irre. Mit Ü, wenn ich mich nicht irre. Das sollte hier, glaube ich, sein. Ja. Das tun wir uns auch gleich als erstes. Da haben wir es. Unser Buttermesser. So. Ja, nehmen wir mit. Ne. Essen wir gleich. Dirk, calm down. Nothing will happen. Puffin lives in a fantasy land. Okay. Ich glaube nicht, dass es so eine Geschichte ist, der Countdown. Ja, funktioniert tausendmal besser als die Machete. Sehr geil. So, okay, einmal ein bisschen Luft holen, ein bisschen Energie tanken. Das brauchen wir definitiv. Und vielleicht nochmal was trinken. Geld. Oh, Batterien. Batterien sind wirklich sehr, sehr gut. Armbanduhren. Was, ich trage zu viele Armbanduhren? Nein. Man kann nie genug Armbanduhr tragen. Oh, neue Location. Luxusbunker, okay. Da hätten wir aber auch gewusst, wo er ist. Raumanzug. God, not sure what these guys are supposed to be. We found 8 of them in cave D7. Okay, wenn ich wüsste, welche Höhle D7 ist, dann wären wir etwas schlauer. Ah, okay. Found some old fishing villages here. Lots of bodies. Hank. Ja, da waren wir, also in den oberen beiden, da waren wir schon drin. Ach, beim Raumschiff, das ist D7. Oh. Ja, okay. Das ergibt Sinn, ja. Also, in den oberen beiden waren wir. In der Mitte waren wir auch, bin ich der Meinung. Aber unten rechts in der Höhle. Unten rechts beim Fischerdorf. Da waren wir noch nicht, bin ich der Meinung. Da müssen wir dann nochmal hin. Wir haben genug Batterien. Oh Gott. Man kann nie genug Batterien haben. Das hast du immer noch nicht gesehen? Ja, das ist ärgerlich. Du musst in die große Höhle rein. Hank, a bunch of crazies arrived in boat and seems to be killing themselves on the island with problem. Okay. I'm worried about Jinju. If anything happened to me, send me word to Jack Holt. He wrote a book about me once. He pressed button trust him. Okay. Ah, sollen wir ihn reinlassen? Sollen wir ihn reinlassen? Ja, ne? Ach, eine neue Aufgabe eben bekommen. Enthülle, was hier passiert ist. Ja, das werden wir enthüllen. Und dann werden wir das an den Axel Springer Verlag verkaufen, damit die Story naturgetreu, ohne Lügen hinzuzudichten, in die Welt hinaustragen können. Oh. Ich möchte wieder ein bisschen nachhelfen. Ja, dann geh mal rein. Mach das genau jetzt. Ja, nee, also. Ich würde da reingehen.
Ich glaube, er ist tot. Nur sein Arsch guckt noch aus der Wand. So. Ja, jetzt können wir... Ne, warte mal. Ja, hier ist ja nichts, ne? Ja, außer Steine. Dann gehen wir mal nach unten. Und da war, glaube ich, nicht mehr viel. Da waren, glaube ich, nur Labore. Nur wegen deinem Sohn, aber komm, dich. Okay, weil ich sag mal, es ist ja nicht so eine extreme Story, aber so Interesse halber würde ich da auch reingehen, oder nicht? So. Ja. Boah, Alter, hat das Ding Power. Ja, das sind die Oberbabus, ne? Also die hauen einmal zu und ziehen gleich drei Viertel deiner Energie ab. Aber egal. So, ja, eine nebenbei kann man noch rauchen. Boah, ich rauche viel zu viel, ey. Ja. Na, okay, eine zweite geht auch noch. So, essen wir auch nochmal und trinken wir auch nochmal was. So. Ja, der hat uns geholfen. Der ist gar nicht... Der ist auch... Alter, mit einem Schlag ein Viertel abgezogen, ey. Nee, wir müssen anders nachhelfen. Ja, oh. Der hat ein Intimpiercing von uns gekriegt. So, den nehme ich raus. Ja. Gucken wir mal, haben wir auch gut gestochen? Ja. Lol. Aber wo ich das gerade gesehen habe, Calvin hat aber... die goldene Maske, sehr geil. Calvin hat seinen Speer nicht mehr im Kopf, leider. Stimmt. Auf mein Kraftlevel habe ich gar nicht geachtet. Ja, jetzt wirklich, wo du sagst, na, stimmt. So. Sehen wir uns mal, was da zu sehen ist. Sorry. Warte mal, ich muss nebenbei einmal mein Eikos anschließen. Alter, ist das nervig. Sorry. Ach so, ja, so viel hat man auch nicht gesehen. Das kannten wir auch schon von vorher. Bisher ist 12 mit Level 30 oder so, erhöht sich das. Ja. Bin ja noch nicht so weit. Hier gibt's nichts Neues, ne? Okay, Medikamente. Ja, Medikamente sind immer gut. Bunchies, nein. Davon haben wir genug. War hier schon immer noch eine weitere Schlüsselkarte? Oder kommt jetzt noch ein Gegner? Ich habe Angst. Oh Gott. Immer vor den beschissenen Fledermäusen, ne? Nee, hier kommt nichts mehr.
trägst so viele Knochen. Okay. Ich wollte gerade sagen, was machen solche Geräusche, aber okay, das ist wirklich der Wind. Jo, Point of No Return. Na, wenn wir auch mal runterkommen. Ja, und damit wären wir schon aus dieser Höhle draußen. Dann können wir jetzt eigentlich rein theoretisch zum Luxusbunker gehen und das Spiel durchspielen. Okay. Wir sollten aber erstmal pennen. Das machen wir aber drin. Aber drin können wir definitiv durchpennen. Kraftlevel steigt durch Holzfällen, Steine tragen und kämpfen. Ja, nee, das ist mir klar. Aber ich sag mal, ich spiele ja momentan nur eher Story, aber ich sag mal, wenn wir die Story durch haben und dann beim Haus bauen sind, also dann werde ich auch, glaube ich, relativ schnell auf ein angemessenes Level steigen. Aber hier passt das Scheiß gar nicht hin. Müssen wir doch draußen pennen. Möchte ich draußen schlafen? Achso, nee, wir brauchen gar nicht schlafen, weil das ist ja, wird ja schon hell. Ich möchte aber das Katana, mich mit dem Katana ausrüsten. Und ich möchte das Katana auf die 5 packen. Okay, zu denen wollen wir nicht. Okay, eigentlich wollte ich jetzt auch gar nicht hier hin. Ich wollte eigentlich zum Fragezeichen, dass uns da angezeigt wird. Und da gehen wir jetzt auch einmal hin. Hey, ein Golfcaddy. Bringt uns aber hier leider noch nicht viel. Erstens, weil wir querfeldein müssen. Und zweitens, weil ich nicht so gut fahren kann in diesem Spiel. Weil da muss ich sagen, sind meine Fahrkünste in der Realität besser. Behaupte ich jetzt mal so, ne? So. Ach nee, wir wollten zuerst zum Fragezeichen. Wir gehen zuerst zum Fragezeichen und danach zur Baustelle. So, Eikos geladen? Nein. Das ist ein Nachteil an E-Zigaretten, dass man die aufladen muss. Und wenn man so faul und verpeilt ist wie ich, dann verpasst man das andauernd. Oder, ja, vertüdelt das und, dann kann man nicht rauchen. Da ist noch ein Überlebender, der bestimmt gleich sterben wird, weil ich da bin. Hey, Kollege, alles gut? Ja, alles gut? Meiner Frau soll ich die klauen? Das kann ich gerne machen. meinst du hier den Eikos oder was? Zum Glück sind wir hier nicht. Ah! Ich darf mich nicht bewegen. The Real Wolverine. Moin! Klingt so, als hätte da jemand einen neuen Namen, weil er einen neuen Computer hat. Na, wie läuft dein neuer Rechner? Sehr geil.
Erzähl, wie läuft der? Bestimmt hammergeil, oder? Ja, also ich glaube auch, das ist ein weltenweiter Unterschied, ne? Was hattest du vorher? Also was für eine Grafikkarte und was für ein Prozessor? Okay, die Hülle hier ist neu, Leute. Ah, jetzt kann ich rauchen. Okay, du merkst nichts, wenn Einstellungen stimmen. Ja, das glaube ich. So, warte mal kurz. Ja, nee, aber ich denke, also so extreme Einstellungen braucht man ja. Oh, Alter. Auch nicht, ich brauche eine Fackel. So, warte mal, ich zünde mal an. An was für Einstellungen hapert es denn momentan? Oh, vorher 4 GB und jetzt 16. Ja, das ist schon wirklich ein Unterschied. Ja, also ich hatte ja auch. Also allein bei mir, also bei dir ist da, glaube ich, noch ein größerer Unterschied. Ich hatte vorher. Oh, kriegt es mir der Fackel nicht auf? Ich hatte vorher eine 1060. Achso, ein Sons of the Forest. Die Einstellung, ja. Ja, ne, wie gesagt, ich hatte vorher eine 1060. Mit 6 GB Speicher. Und jetzt habe ich eine 3060. Auch mit 12 GB. Na und, also bei mir sind es schon Welten, obwohl meine CPU so richtig im Bottleneck ist, ne? Aber die Uhr ist unscharf. Okay. Meinst du die Uhr hier auf dem Display? Oder die Uhr, die du an die Wand hängst? Ach, auf dem Display die Uhr? Okay. Okay. Hast du vielleicht, warte mal, hier bei Grafik, also ich habe, wie siehst du hier, alles auf Ultra und auf Hoch. Wichtig ist dynamische Auflösung und DLSS. Das hast du ja bestimmt auch an. Und was bei dir vielleicht wegen der Bewegungsunschärfe? Nee, das ist jetzt noch bei mir Story Mode. Also was ich mir vorstellen kann, dass es bei dir vielleicht die Bewegungsunschärfe ist. Also ich stelle Bewegungsunschärfe immer aus. Also ich frage mich, ist Geschmackssache, aber ich zum Beispiel, ich mag das überhaupt nicht. Ja, sonst, wie gesagt, seid ihr morgen online? Also beim Wolf auf dem Server? Dann würde ich morgen vielleicht dazu stoßen. Und dann können wir ja so dann einmal quatschen. Das ist ja besser als andauernd über Chat. So, was ist das? Ja, was ist das? Ach, ein Scheinwerfer. Oh, sehr gut. Ja, danke für die Info. Ich dachte zuerst, ist das ein Handschuh? Ja, jetzt sag ich zu, ja. Morgen habe ich auch etwas früher Feierabend. Okay, ich habe früher Feierabend, aber dafür muss ich noch ein paar Einkäufe hier für Ostern machen. Aber ich sag mal, also morgen bin ich definitiv dabei, morgen Abend. So. Ja, nee, aber zuerst, ich dachte, ist das ein Handschuh? Aber ein Scheinwerfer ist sehr, sehr gut. Ja, den stecke ich auch mal ein. Weil, ja, ist ja nachts auch ein bisschen dunkel werden kann, ne? Ja, Knochen, die brauchen wir alle nicht. Nur eine Bauanleitung, kein weiteres seltsames Teil. Oh.
So, dann gehen wir wieder hoch. Ich dachte, wir finden hier das letzte seltsame Teil, aber Pustekuchen. Dann gehen wir eben wieder raus. Da haben wir aber noch was vergessen hier. Na, Feuerzeug. Danke. Na okay, aber auch nicht wirklich viel. Oh man. Ab 20 Uhr? Ja, das ist klar. Dann können wir sagen, dass wir uns dann um 20 Uhr dann treffen. 20 Uhr passt auch. Wie gesagt, also ich muss bis so 16, 16.30 oh. Alter. Heute läuft's. Ja, so 16, 16.30. Na, 16.30 mache ich eher Feierabend. Denke ich mal. Ja, dann noch Einkäufe halt über die Ostertage machen und dann, ja, bin ich free. So. Licht einstecken. Und ich würde sagen, wir gehen dann erstmal den Peilsender holen. Wo ist der Peilsender? Wo ist der Peilsender? Alter, wo ist der Peilsender, Mann? Egal. Wir gehen jetzt einmal zur Baustelle. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich flüchte einfach mal. Ja, nee, wir gehen einmal zur Baustelle und dann gucken wir mal, was die Bauarbeiter da mal gemacht haben. Ja, nee, aber kann man ja morgen Wolverine mal dabei helfen, die ganzen Einstellungen zu machen. Oh, ich bin so neidisch, wirklich, ich bin so neidisch auf seinen Rechner. Okay. Das ist auch neu. Ich brauche wieder Licht. Ja, bitte nicht zu viel Licht. Ja, Knochen haben wir genug. Warte mal, Knochen haben wir genug. Ich mache uns eine Knochenrüstung. Das mache ich viel so selten. So, Klebeband und das glaube ich, naja. Wir laufen an so vielen Seilen, so vielen Knochen vorbei und ja, dann von wegen, man lernt aus Fehlern, ne? So, ja, nee, das trage ich erstmal. Ja, das wollte ich nicht. So. Dann können wir die Knochen auch erstmal nehmen. Nee, ich nehme eine Fackel. Eine Fackel macht... Nee, ich nehme die Taschenlampe. Wir haben noch Batterien. Ich Idiot. Okay, Taschenlampe macht besseres Licht. Muss ich mir merken. Noch eine Anleitung. Okay. Eine Sonnenuhr. Maybe. Nur ein Totem. Okay, ich dachte, durch den Schatten könnte so eine Sonnenuhr so eine Art sein. Okay. Naja, ich sag mal, ist aber auch geil. Alter, 49 Knochen. Wie viele muss ich denn da töten? Alter Schwede. Hab ich mich aber erschrocken, alter Schwede. Moin. Moin, Marie-Claire. Ja, I'm fine. And you? Oh. Aber da habe ich mich echt erschrocken mit so einem seltenen Geräusch.
rechne ich nicht so oft. So, Licht wird eingesteckt. Gucken wir auf die Karte. Ja, eigentlich könnten wir jetzt so langsam zum Luxusbunker. Da wollen wir? Ja, wir können ja schon mal langsam in die Richtung dahin, ne? Und wir können ja schon vielleicht mal anfangen und am Samstag stellen wir das dann zu Ende. Yes, I'm from Germany. And you? Du kannst jetzt spielen, aufnehmen, streamen und zugucken. Alter, ich bin neidisch. Ich kann gerade mal spielen und aufnehmen. Beziehungsweise spielen und streamen. Und das... nee, da will ich nicht rein. Und das war's. Weil meine CPU scheiße. From UK, nice. Do you stream daily? Yeah, maybe. I think every second day. Ne, every second, maybe every third day. So, jetzt einmal zusehen, dass wir... Verfolgt uns jemand? Nein. Du schickst mir deinen Rechner per Discord? Nein, du kannst mir auch gerne deinen Rechner per Post schicken. Ja, das würde mir besser gefallen, wenn du mir deinen neuen Rechner einfach per Post schickst. Na, I only stream for fun. Na, also, but it's my passion too, I think. It's a nice hobby. Doch, guck mal, du hast ja schon angefangen, mir anzubieten, einen Rechner zu schicken. Dementsprechend, komm, per Post. Ich mach's sogar so, ich zahle dir sogar die Hälfte vom Porto. nee, dafür sind wir nicht Das sind ein bisschen viele und ich möchte meine Munition nicht, you have a question? Ja. Ask your question. Ich kann mir schon vorstellen, was für eine Frage das ist. Stimmt, ob ich irgendwelche Bilder oder Emojis brauche oder... Oder irgendwas in der Art. Ah, du fahr alles klar, Herr Wolf. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Oder ein Kredit? Nee, ich denke, also hier die ganze Werbung mal auf Twitch ist meistens, also zu 99% irgendwelche Designer, die da Werbung machen. Also finde ich auch gar nicht schlimm, ne? Also ich sag mal, jeder muss ja wissen, jeder muss ja gucken, wo er bleibt. Und wenn man wirklich gut in solchen Dingen ist, ne, dann ja, dann warum nicht? Aber da kann man, glaube ich, eher bei Pfeiffer durchstarten. Marie-Claire, what's your question? You can ask me everything.
And I hope my English is so good to answer you correctly. Are you hearing? I'm a little bit rusty. Erinnert mich irgendwie an Otto. Peter, Paul und Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Maria saßen im Kittchen. Ja, nee, also Englisch, wie gesagt. Also für. Okay, sag ich's doch. I'm a professional graphic designer. Interesse. Yeah, I'm interested, but I think it's too expensive for a hobby channel, or what do you mean? Nah, I... Okay. Yeah. Can you tell me your email address? Then I can text you. You don't have email. Okay. I'm wondering in the year 2024, you don't have an email address? But yeah, when you have Discord or Instagram, you need an email address. For the registration, you must have an email address. So Leute, wir sind schon mal hier beim Bunker. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber ich würde sagen, wir speichern vorher noch. Na, I know you can registrate you on Instagram or Discord via Google or Facebook or what else, but for Google or Facebook you need an email address. So, speichern wir schon mal. Ja, das ist immer so ein bisschen komisch. Also es gibt ja halt. Ja, also ich will ja nicht gleich jeden unterstellen, dass irgendjemand krumme Dinger dreht oder so. Aber ich bin ein Skeptiker von vornherein. Na, okay, thanks. Na, paste your email in the chat. Then I'll contact you tomorrow. Yeah, I think tomorrow. Na, then can we speak over email or I send you then per mail. Okay, das ist ja ganz neu. HogwartsGraphicWorld@gmail.com. Okay. Naja, I text you, I think tomorrow. I think 19 o'clock. So, das können wir, glaube ich, mal dicht machen. Okay, und dann quetschen wir uns hier mal durch. Yeah, yes, I can send you a message, but not now. Now I only will play the game. Now I can text you tomorrow. So 18 or 19 o'clock. And yeah, not yet. Yes, of course. But tomorrow is good.
Only on message, so I can show you my work. Ja, yeah, or you can paste, also do you have worked for YouTubers or Twitch Streamers? Then you can paste yeah, the YouTube or Twitch channel. Yeah, then paste the channels in the chat, and I look at the channel after I'm finished the game. And then I contact you tomorrow, and then we can discuss about your work. Okay. Achso, okay, das ist ja das, ja, das Testament von Edward Pufton. So, ja, okay, hier brauchen wir nicht. Wir haben erst oben gespeichert. Jage dich selbst in die Luft im Raum der Tochter. Okay. Er hat es anscheinend nicht gemacht und wurde abgemetzelt, weil die Handgranate haben wir noch da. So. Da kommen wir nicht mal weiter. Von da kommen wir. Oh. Das Gold wird uns alle heilen. Hier geht's zur Golden City. Okay. Surprise, surprise. Okay, hier ist nichts Neues. Hier ist auch nichts Neues. Ich dachte ganz im Ernst, das sieht so aus, als hätten die hier überlegt, hier irgendwie einen Raum hinzumachen. Aber naja, egal. So, werden wir einmal kurz das Anwesen hier einmal durchforsten. Na, du hast auch nichts dabei, ne? Nee. Okay, ja, ich denke nicht, dass sie hier so großartig viel geändert haben. Aber komischerweise, sie haben alle dieselben Taschen, ne? Die hatten mal, weitere Assets für Taschen kaufen sollen. Obwohl, ja. Eigentlich auch nicht, ne? Also das wäre zu viel Liebe fürs Detail. So, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Platine und Munition und Trinken und Wodka und Geld und. So, was haben wir hier nochmal? Ja, das gefällt mir. Nehme ich mit. Wodka und Pillen, das ist eine wunderbare Mischung, nehme ich auch mit. Was hat der in den Taschen? Na? Eine Uhr. Okay. So, was haben wir hier? Noch ein Buch. Rescued, gerettet. Ah, okay. Das, ist das nicht das, was auch... ne, warte, nee, das ist im Amazonas. Achso, nee, ich verwechsel es gerade mit dem Flugzeugabsturz, wo das... Was war das mal? Ah, warte, wir gucken erstmal das. Okay.
Okay. Ja, nee, das Buch, ich glaube, das habe ich dann mit der Story verwechselt, wo das, war das ein kubanisches Cricket-Team, das in den 70ern in den Anden abgestürzt war und die nur überlebt haben, weil sie ihre verstorbenen Kameraden gefressen haben? Ich glaube, ich verwechsel das gerade. War aber auch eine krasse Story, ne? Also stellt euch mal vor, ihr müsst eure toten Kollegen essen, damit ihr überlebt. Barber, would I appreciate you confiding in me? I don't know what I'm talking about. Then what would you talk about? We don't know anything about star pattern. There's no luxury. It's a walk to the golf course doors. Okay. Was ist das denn für ein leuchtender Untersetzer? Der ist aus Licht gemacht. So, hier gibt es auch nichts Neues. Und hier wieder, ja, Medikamente. Nehmen wir auch einmal. Und ich würde sagen, wir öffnen die Höhle einmal. Oder tun wir es nicht? Ich möchte ja, wir machen so, weil es ist schon 23. Ich speichere jetzt schon einmal. So. Dann werden wir einmal gucken, was Timmy da mit der Höhlentür machen möchte. Und dann wäre es das, glaube ich, für heute. Es muss einen Weg geben, das zu öffnen. Ein Schlüssel, irgendwas. Ja, die goldene Rüstung vielleicht. Ja, ach, muss ich die goldene Rüstung erstmal anziehen? Okay. Ach so, ich trage die doch schon. Das geht nicht? Ich weiß, was, glaube ich, der Schlüssel ist. Vielleicht Virginia? Oder... Okay. Ah, ich muss die upgraden. Ach, die muss ich dann auch mit Solafit-Erz überziehen oder keine Ahnung. Ja, das würde ich dann sagen, das machen wir dann morgen. Na, also ich würde jetzt heute erstmal... aufhören. Ah, ach so, mit dem Ding, was ich gerade in der Hand hatte, okay? Ja, alles klar. Das machen wir dann. Na, so würde ich sagen, also, okay, nicht morgen. Ich würde sagen, das machen wir dann übermorgen. Genau, übermorgen machen wir das dann. Nee, Quatsch, wann habe ich gesagt? Nee, am Samstag, oder? Nein, warte mal, heute ist Mittwoch. So, morgen, wie gesagt, machen wir am Samstag. Am Samstag werden wir nochmal streamen. Storymäßig. Da werden wir das dann upgraden und da werden wir auf jeden Fall das Ding durchspielen. Ja, würde ich sagen. Das klingt doch nach einem Plan. Ne, übermorgen würde ich nochmal Supermarkt Simulator spielen. Und wie gesagt, und morgen mich beim Wolf austoben. Ja. Nee, gut. Gespeichert haben wir, Leute. Ich würde sagen, habt ihr dann noch einen schönen Abend. Na, und ich hoffe, ihr habt morgen einen angenehmen und extrem kurzen Arbeitstag. Ich hoffe, auch so bei mir. Geht scharf? Ja. Nee, alles klar. Super, Leute. Habt ihr noch einen schönen Abend. Ne, wir sehen uns in die Tage wieder. Und ja, Wolverine, wir sehen uns dann morgen, ne? Ah, noch 2 Wochen krank, ja. Aber...
Die 2 Wochen gehen auch schnell um und dann bist du auch wieder drin im Arbeitsleben. Ne, quatschen morgen, ne? Alles klar, haut rein, Leute, euch einen schönen Abend und bis morgen, ne? Ciao.